Hallo? Mhm. Ah, Jürgen, du bist immer so schnell mit deinen Anrufen. Du, eine Sache hätte ich bezüglich, ich sehe hier immer noch so Umleitungsschilder, aber die sind ja veraltet. Kannst du die nicht mal einfach wegpacken? Ja, das Problem ist. Du. Ich meine, die sind von der Gemeinde, glaube ich. Ja, kann man nur wegschieben. Ich verkauf sie einfach. Laufen die unter uns oder unter Gemeinde, würde ich sagen. Schau mal nach. Alter, der Anhänger wieder hin und her schlackert. Kriegt mein eigenes Grundstück hier nicht verkauft. Da ist so ein Gullideckel drauf. Ah, der ist doof. Ja, da müssen wir mal schauen. Jo, vielleicht demnächst. Ja. Okay. Und fängst du an mit den Baumaßnahmen dann bei mir? Ja. Dass wir da schnell vorankommen die Woche. Ich lass gerade den Polizeiwagen fertig machen. Jo. Ist nämlich, kleines Malheur passiert. Dank Kari. Ja. Er meinte ja, wieder mit seinem Plastikbomber Gas geben zu müssen. An der Polizei vorbei. Okay. Dann ist er Rinder. Okay. Gut, dann machst du das und dann, kommst du einfach vorbei. Ich bin hier unten, weil Felder abernten und so. Ja, ich komm. Kannst du auch noch einen Kercher mitbringen? Kercher? Ja. So kann ich mir hinten drauf packen. Okay. Kein Thema. Gut, dann bis später. Jo. So. Dann fahre ich hier gerade nochmal das Gras weg. Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen Platz machen für die Gerätschaften. Für die Bauarbeiten. Dass der Jürgen da Platz hat. Mal gerade, ob ich den Schlüssel habe von dem Müller. Nee. Da. Habe ich keinen. Ich habe vorne gar kein Ding dran. Gar keine Dreipunktaufnahme. Gut, dann habe ich den Platz gemacht. Hoffe ich mal, dass bald hier der zum Ernten kommt. Ah, da kommt er ja gerade.
Hallo. Hallo Ludwig. Hallo. Hi. Dresche ich das? Jo, das und das nebendran. Okay, und der Mietstroh? Mit Stroh bitte und Anhänger stelle ich dir her zum Okay, Abtanken. passt. Okay, danke. Bitte. Hallo? Ludwig? Der Ludwig ist nicht da, der ist nicht mehr bei mir. Ups, also. So, dann stelle ich gerade mal noch den Frontlader weg. Mal, dass der Jürgen bald kommt. Komm, ich fahr den weg. Ah, will er nicht, okay. So, jetzt geht's mal richtig rund hier. Ey, du machst keinen Stroh. Ey, Ja. du musst die Stroh schwarz. Achso, jetzt ist sie da. Komisch. Ja, da, das, dieser Drescher, der bei dem verstopft es manchmal. Das ist ein bisschen neu. Okay, gut, dann alles Passt. gut. Passt, Danke. danke, tschüss. Tschö. So, dann kann ich nämlich gleich das Stroh abfahren. Ups, da ging ein Schild auf meine Kosten. Die ganzen Bäume, die müssen alle nur weg irgendwann. Hä, das ist wirklich komisch bei dem Drescher. Keine Ahnung, weshalb der das so macht.
klar, ich lasse den jetzt gerade mal hier stehen. Ah, wo bleibt denn der Jürgen, ey? Ludwig? Ja? Alles gut? Jo, passt alles. Gut. Passt. Jürgen, wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn? Nee, ich packe einfach mal die Schaufel aus, komm. Ich grab hier selber mal ein bisschen rum. Bis der kommt, ist übermorgen. Ah, Scheiße. Ja, wobei, das ist nicht mal so schlecht. Ja, dann habe ich hier nämlich schon mal mit der Schaufel ein bisschen aufgebaut. Gucke ich gerade noch mal in den 3D-Planer rein. Hier die V3. Das passt. Ah, jetzt sind sie ja da. Okay, Jürgen? Ja? Du, für den Traktor hier habe ich keinen Schlüssel. Welchen Traktor? Na, den Freisichthaube hier, den kann ich nicht wegstellen. Warte. Guck mal. Moment. Oh nein, 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 nein! Lass mal kurz runter gehen. Jo. So. Warte mal, ich hab so was dabei. Damit könnte man das hinkriegen. Drüben habe ich schon mal die Schaufel geschwungen und aufgefüllt. Alter! Ich hab keine Zeit! Was ist los? Warte. So, merci. Ja, ich fahre dir den weg. So, Mama.
Alter. Geht der Gang schwer rein, oder was? Oh ja, aber richtig, du. Oh. Alter Schwede. Soll ich den hinstellen? Stellen einfach neben den anderen. Warte. Stell den mal komplett aus den Füßen. So. Hä? Was machst du denn jetzt? Du musst gleich mit Bagger rumhantieren. Er hätte es einfach da drüben hingestellt. Ja. Passt schon. Kann ihn ja gleich mitnehmen. Jo, kannst du auch. Gut. Genau. Moment.